Wenn du heute deine 2,20 nicht schaffst, was passiert dann? Digga, dann machen wir eine Bestrafung, Digga. Ohne Scheiß, Digga, fick mich dann einfach. Also, nicht wortwörtlich mit dir. What's poppin', Digga? Gehen jetzt rein in die Lunte. Film den Magger. Ja, genau den. Bitte tropf nicht auf mich, Stefan. Digga, gleich tropft noch was ganz anderes auf mich. Let's get it. Hop off a 16 passenger, this is G5. Today, Benchpress mit Chris, Pascal und Konstantin sind irgendwo an der Beinpresse. Training läuft absolut scheiße, wir sind 9 weeks out. Ich bin der Chris und ich bin auch dabei. Chris fühlt sich jetzt eingeschüchtert, weil Parser lustiger war als er. Deswegen muss er heute. Digga, ich darf den Titel nicht verlieren. Der lustigste Macker auf dem Channel von Toby Grimm. Au! Ich habe jetzt auch neue Sportart für mich entdeckt. Ich weiß nicht mal, wie das heißt, aber dieses Olympiasport-Ding, weißt du? Andere Weightlifter sterben gerade innerlich. Was machen Sie eigentlich heute? Keine Ahnung, ich bin Statist. Würden Sie sagen, Powerlifting ist ein Gesundheitssport? Ja. Wie viele Likes? Mach mal einen K voll. Mach mal einen K voll. Danke. Egon got the latash in his cellar. My rhymes affect the game, man. Yeller. Final day is kinda like the days of Rockefeller. Yeah, I'm on the beat. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen höher. Aber Ellbogen fühlt halt immer scheiße an. Heute kein Kamerun am Start. Komm noch. Heute aber mit Kreide oder immer noch nicht? Kreide? Ja, ja. Nee, ich mach Raw, Digga. If you know what I mean. Digga, du sollst heben und nicht flexen. Ja, okay, komm her. Let's pop it. I ain't no hoodlum, they ain't arrested, murdered me yet. Why ain't I Muslim, JLAC ain't converted me yet. The chain immaculate, the black glisten the same. Wir sind jetzt bei 150 Kilo, am einer Zick-Zack. Da ballern wir gleich nochmal 20 pro Seite drauf, dann sind wir bei 190. Schnell gerechnet, ja. Ja. Quick Maths. Und dann machen wir nochmal 20 pro Seite drauf. Dann sind wir aber zu viel bei 230. Machen wir 15 pro Seite. Dann sind wir bei. Digga, was? 10 pro Seite, dann nochmal drauf, dann sind wir bei 220. Dann sind wir bei 210. Scheiß drauf, Digga, du weißt, was ich meine. Das ist der Arsch abhebt, müssen wir bei der Bank nicht reden. Ey, Digga, hast du vielleicht eine Empfehlung für mich? Schau mal, von dieser billigen Marke meine Shorts ganz zerfleddert. Natürlich kann ich dir die Athletic Aesthetics Perform Shorts empfehlen. Die Konstantin natürlich Pascal trägt. Oh, Digga, was kosten die Dinger? Ja, stell mich doch nicht so bloß, was weiß ich, was die kosten. Aber ich weiß, mit Kotobi spare ich jetzt 10%. Oha, 10%, Digga? Ich glaube, ich kaufe gleich zwei, Mann. Warum hast du bei 100 Kilo Zughilfen? Ja, weil ich die Muskelkraft in den Unterarmen noch für zu Hause brauche. Läuft so schlecht. So, die 190 werden jetzt gehoben, Digga. Und ich hoffe. Das? Die müssen ja easy hochgehen, eigentlich. You are walking hand in hand with a real one. I'm still one. I'm trying to slice open my veins just to feel something. Spill my blood on the page, blood on the leaves. Blood flowing down my arm from the heart of my sleeve. We keep it real all the time, boy, you best believe. I love rap, I had to leave. Meanwhile, the media like to perceive that I was never welcome in these record label Steve's. Digga, geile Straps. Damit hebt man bestimmt direkt mehr. Pick up the mic, I'm an event. Yo, hey, fuck rap, let's dead it. Everything that I could rap about already said it. I'd rather give you these melodies. Kill the game so many times, it's no longer. Vor wem müssen wir 10.000 haben? Vor Tyson. Also abonnieren, Leute. Richtig. Einfach dran ziehen. Einfach nicht aufhören. Wie wäre man letztes Mal auch gegangen, hättest du nicht aufgehört? Let's get it. Hop off a 16 passenger. This is G5, no, this not a challenger. Big one. I keep some members with me in the fridge. The coat seats, they some. Ich bin noch nicht ready, Digga. Ich hab vergessen, wie man deadliftet, Digga. Dann muss ich jetzt meinen Arsch ficken lassen. Probier's. Let's roll. Scrainin'. Wie rund soll dein Rücken sein? Ja. Ja, das geht irgendwie nicht besser mit der Hüfte. Keine Chance, Mann. Es kann doch nicht so schwer sein, Alter. Bin ich beim nächsten Mal hier. Beim nächsten Mal? Ich schwöre, ich hebe das, Alter. By the way, jetzt Brustpresse und vielleicht kann man an dem Hint ja schon sehen, wo wir morgen hinfahren. Hey. Ah, da sieht man vielleicht, wo wir morgen sind, hinter dem hässlichen. Bei mir zu Hause. Wie kannst du eine Brustpresse wie eine Compbench aussehen lassen? Was geht jetzt hier ab? Go!
Ready to kick it, give a fuck about a bitch. Was with him for a decade, now we off without a hitch. I don't give a fuck if your shit went. Dein Ex-Girlfriend ist ein Groupie. Ich habe keine Technik. Ich lerne das ja gerade. Das ist das zweite Mal, dass ich das mache. Hallo. Den kleinen Chest Press White Grip. Jetzt gleich noch ein bisschen Leg Drive mit rein. Damn, I think I finally found my happy place. They say it's not a sprint, I say it's not a race. Coming up in rap 10 years ago, I felt so out of place. Shit was different if you had beef, you did it face to face. Check the pace, years fly like drumming. Was für das hier? Ich hab da was Mann genommen. I've been whipping that Bronco, bumping that murder was the case. Now I'm giving it up for the real motherfuckers that love rap. No cap, retire for a minute, now I'm back. It's Logic. Logic! Hast du gerade das Gewicht meiner Freundin da auch beim Lachzug gemacht? Ich ja. Jo, das ist Sexismus hier. Frauen sind genauso stark wie Männer. Okay, das ist die Powerlifting-Elite. Schmeckt! Ich glaube, von hinten ist geiler. Yeah, sorry. That's such a tragedy. I see murder like it's masterpiece. Drug dealer in academy. Summa cum laude. I may age rarely made a beat. Watched in ADP. Cost 80 a piece. I need ADT versus ADD. Deal with me versus the APD. Cause they know I'm ballin' hard like the ACC. I ride this beat like an ATV. They see me. Bro, was ist das jetzt wieder für ein Strap-on-Shit hier? Ey, das ist der neue Shit aus Amerika. Sibam hat gesagt, das muss man kaufen. By the way, wenn ihr bei Athletic Aesthetics was sparen wollt, Code Tobi einfach 10% auf alles. Das habe ich auch gemacht, gute Idee. Das ADHS-Kind mit so viel Power noch hat.